Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 61 Wobble. Am nächsten Morgen gab es, wie Minerva es später zu bezeichnen pflegte, ein kleines Wirrwarr während des Frühstücks. Vom Geruch der warmen Würstchen und des gebratenen Specks war Ginny, die sich jetzt im Beginn des 9. Monats ihrer Schwangerschaft befand, übel geworden. Und sie konnte sich gerade noch vom Tisch abwenden, um sich gleich darauf geräuschvoll zu übergeben. Während Meredith sich aus lauter Sympathie gleich mit erbrechen musste. Die meisten Anwesenden waren erschrocken vom Frühstückstisch aufgesprungen, um entweder zu Hilfe zu eilen oder ihren eigenen Würgereiz mit vorgehaltener Hand unter Kontrolle zu bekommen. Ein Junge schrie sogar aufgeregt: »Sie bekommt ihr Baby!« Was natürlich nicht stimmte. Lediglich der strenge Geruch des Essens war ihr auf den empfindlichen Magen gestoßen, der sich trotz des Mangels an aufgenommener Nahrung daraufhin leeren wollte. Poppy hatte sich der jüngeren Miss Weasley angenommen und sie vorsichtshalber in den Krankenflügel geführt. Minerva, Harry und Filius beseitigten per Zauberei das Erbrochene, während Albus alle Schüler aufforderte, wenn ihnen überhaupt noch danach sein sollte, sich etwas vom Tisch zu nehmen, um in ihren Gemeinschaftsräumen oder bevorzugt an der frischen Luft weiter zu frühstücken. Während dieses Wirrwarrs war Severus unbeeindruckt von der Aufregung um ihn herum am Frühstückstisch sitzen geblieben, um genüsslich sein Käsebrötchen zu verzehren. »Wie können Sie dabei nur weiteressen?«, fragte Harry ungläubig. »Ich musste schon bei ganz anderen Gelegenheiten einen kühlen Kopf bewahren, Harry. Ach, da fällt mir ein, hätten Sie heute einen Moment Zeit? Sagen wir vor dem Mittagessen? Ich möchte Ihnen in meinem Büro etwas gegen Ihre Kopfschmerzen geben.« Erwiderte Severus gelassen, bevor er den Rest seines Frühstücks mit dem letzten Schluck Kaffee hinunterspülte und sich auf den Weg zu seinem Patensohn machte, um das Formular vom Amt für die Neuzuteilung von Hauselfen abzuholen. Im Krankenflügel versicherte Ginny einer aufgebrachten Madame Pomfrey: »Nein, wirklich, das war nur der Geruch von dem Gebratenen. Davon ist mir schlecht geworden. Jetzt habe ich aber richtig Hunger bekommen.« Poppy hatte seit ihrer Zeit in Hogwarts keine Babys mehr zur Welt gebracht, aber sie stellte eine ausgebildete Hebamme dar. Sie untersuchte Ginny trotz ihrer Einwände und erklärte danach: »Sollte das Kind jetzt schon kommen, wären das über 3 Wochen zu früh. Aber sehr gefährlich wäre es nicht mehr. Nur, damit Sie sich keine Sorgen machen. Manche Kinderchen können es halt nicht abwarten und kommen schon früher in diese Welt. Sie wissen ja, dass der Geburtstermin laut Berechnung der 31. August sein soll.« »Da wird Harry sich aber freuen«, sagte Ginny leise und wenig begeistert. Er liebte sie, das war ihr klar. Aber sie trug das Kind von einem anderen Mann aus, weswegen sie ein kaum zu beschreibendes, mulmiges Gefühl im Magen verspürte. Welcher Mann würde sich darüber freuen? Ginny selbst hatte am 11. August Geburtstag, ihr Bruder Percy dagegen am 22. August. Ihr Kind würde im gleichen Monat wie sie zur Welt kommen, was sie wieder etwas fröhlich stimmte. »Natürlich wird er sich freuen, Miss Weasley. Haben Sie mir etwa noch nichts Genaueres über die Schwangerschaft erzählt? Zum Beispiel, was es werden wird?« fragte Madame Pomfrey, die der Schwangeren half, sich wieder vom Bett zu erheben. Diese schüttelte nur mit traurigem Gesichtsausdruck den Kopf. Doch Madame Pomfrey erklärte ihr daraufhin: »Mr. Potter war einige Male bei mir und hat sich erkundigt, ob bei ihrer Schwangerschaft alles im grünen Bereich ist. Er war neugierig und hat gefragt, ob ich ihm sagen würde, ob es ein Junge oder Mädchen werden würde.«
Ginny zog beide Augenbrauen erstaunt in die Höhe. Harry hatte sich wegen ihres Wohlergehens erkundigt und darüber hinaus wegen ihres Babys? Madame Pomfrey bemerkte die Überraschung ihrer Patientin und erklärte: Natürlich konnte ich ihm nichts anderes sagen, als dass alles in Ordnung wäre, denn ist er weder ein Familienangehöriger noch ihr Verlobter oder Ehemann. Schweigepflicht, Sie verstehen? Deshalb darf ich ihm überhaupt nichts sagen, völlig egal, wie oft er versucht, mich auszufragen. Vor dem Mittagessen besuchte Harry seinen älteren Kollegen, der ihm sofort das gerollte Formular in die Hand drückte und ihm nahelegte, es an einem Ort auszufüllen, an dem er keine Kopfschmerzen haben würde, also in der Muggelwelt. Er sollte sich offenbar gleich darum kümmern, denn Severus drängte ihn zu seinem Kamin hinüber und sagte, in der Nähe der Winkelgasse fände er bestimmt ein ruhiges Plätzchen, und so flohte Harry in die Winkelgasse und sein kleiner Spion mit ihm. Nachdem er den Pub zum tropfenden Kessel hinter sich gelassen hatte und die Straße der Muggelwelt betrat, war der observierende Hauself nicht mehr bei ihm. Aus einer Laune heraus besuchte er Sirius' Freundin, die hier ganz in der Nähe wohnte, damit er bei ihr gemütlich das Formular ausfüllen konnte. Harry, was machst du denn hier? Fragte sie etwas verwirrt, nachdem sie ihre Wohnungstür geöffnet hatte. Darf ich reinkommen? Ich möchte nur in Ruhe etwas erledigen und dann gehe ich auch schon wieder, versprach er ihr, sodass sie es ihm nicht abschlagen konnte. Ich habe aber Freundinnen zu Besuch, flüsterte sie, während sie ihn hereinbat. Nur, dass du Bescheid weißt. Natürlich würde er in Gegenwart von anderen Muggeln nicht zaubern. Im Wohnzimmer begrüßte er knapp die drei jungen Frauen, die alle in Annes Alter zu sein schienen und somit um die 10 Jahre älter waren als er selbst. Anne führte ihn danach in die Küche und bot ihm einen Platz am Küchentisch an, den er dankend annahm. Sag mal, hast du einen Kuli oder so? Fragte er Anne, die ihm bereits ungefragt eine Tasse Kaffee vor die Nase stellte. Ja, ich hol dir einen. Moment. Harry las sich in der Zwischenzeit das Pergament durch und betrachtete die Felder, die er ausfüllen musste. Was zum... Hermine würde ihn umbringen, wenn sie wüsste, dass Severus von ihm verlangte, einen eigenen Hauself beim Zaubereiministerium zu beantragen. Warum nur sollte er sowas tun? Einerseits wusste er, dass Severus so etwas nicht aus Jux und Tollerei vorschlagen würde, aber andererseits konnte er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, einen Elfen in seinen Diensten stehen zu haben. Natürlich musste er sofort an Dobby denken und wie der unter den Malfoys gelitten hatte. Doch Harry würde seinen Hauselfen mit Respekt behandeln und gerade das müsste Hermine doch wissen. Eigentlich zögerte Harry nur, weil er nicht Hermines Zorn auf sich ziehen wollte. Doch da wurde er auch schon aus seinen Gedanken gerissen, als Anne ihm etwas zu schreiben brachte. Mit einem Kugelschreiber auf Pergament zu schreiben, erwies sich als sehr schwierig, weil es nicht wie Papier hart war, sondern sehr weich und er aufpassen musste, keine Löcher ins Pergament zu reißen. Doch auch hier konnte Anne Abhilfe schaffen, denn sie besaß noch einen Steno-Füllfederhalter, mit dem er fast wie mit einer Feder ganz einfach das Formular ausfüllen konnte. Viele Felder kreuzte er gar nicht an, denn die musste man nur berücksichtigen, wenn man einen Elf benötigte, der sich zum Beispiel mit Tieren auskennen würde. Und selbst da gab es den Unterschied, ob der gewünschte Elf nur mit Haustieren oder gar mit Nutztieren vertraut sein sollte. Um Hedwig würde Harry sich weiterhin selbst kümmern. Völlig gedankenverloren setzte er den Haken bei Kinder im Haushalt vorhanden, denn er dachte fast unentwegt an Ginny. Aber das war schon seit etlichen Wochen so. Immer wieder dachte er an seine Freundin, die offiziell nicht seine Freundin sein durfte.
nachdem er alles ausgefüllt hatte, alle Häkchen gesetzt waren und er das Formular noch einmal gründlich durchgegangen war, setzte er am unteren Ende seine benötigte Unterschrift, um den Antrag gültig zu machen. Womit er gar nicht gerechnet hatte, war, dass der Antrag sich vor seinen Augen in Luft auflöste und fast zeitgleich ein lautes Plopp ertönte und in Annes Küche plötzlich ein in eine Art graufarbene Toga gewickelter Hauself vor ihm stand, der mit piepsiger Stimme sagte: Harry Potter, Sir, seien Sie wärmstens gegrüßt. Mein Name ist Bubble und ich bin jetzt Ihr Hauself. Während Harry das freundlich wirkende Geschöpf mit offen stehendem Mund anstarrte, öffnete sich die Tür zur Küche. In den Kerkern setzte Narcissa ihren Sohn und auch Severus darüber in Kenntnis, dass sie vor einiger Zeit einen Antrag beim Ministerium gestellt hatte, mit dem sie ihren Anspruch auf das Malfoy-Anwesen und sämtliche Gelder und Besitztümer ihrer Familie geltend gemacht hatte. Sie schreiben zurück, ich müsste lediglich bei Gringotts meine Identität bestätigen lassen und schon würde ich zumindest über die Gelder unserer Familie verfügen. Das Anwesen würde man mir, nachdem Gringotts ihre Identitätsbestätigung ans Ministerium weitergeleitet hatte und die Mitarbeiter dort das nochmals geprüft hätten, frühestens im November übergeben können. Das hört sich doch gut an, oder, Draco? Fragte Narcissa freudestrahlend. Draco überlegte, ob er sich dazu überwinden könnte, mit seiner Mutter wieder in Malfoy Manor zu leben. Sicherlich würde ihr selbst die schwermütige, finstere Atmosphäre des Hauses nicht mehr gefallen. Womöglich würde sie es von oben bis unten umdekorieren. Denn das war es, was Susan ihm einmal gesagt hatte. Als er erneut davon berichtet hatte, wie dunkel und ungemütlich das alte Herrenhaus wäre, konterte Susan, dass man so etwas mit einem Farbzauber umgestalten könnte. Ein wenig beige hier, etwas gelb dort und schon würde alles freundlicher aussehen. Mittlerweile stieß ihn der Gedanke nicht mehr ab, in sein altes Zuhause umzuziehen und er würde Susan fragen, ob sie bei ihm wohnen wollte. Das Haus war groß genug für alle. Severus machte sich nach der Neuigkeit auf in sein Büro, denn in seinem privaten Labor, welches man von seinem Büro aus betreten konnte, wollte er heute mit Miss Granger ihre Theorie in die Praxis umsetzen. Sie wollten zusammen einen Trank brauen, der Magie sichtbar machen würde und womöglich auch Harrys Gabe, wobei letzteres nur noch zweitrangig zu sein schien. Zur gleichen Zeit in London stand Anne in der offenen Küchentür und blickte wie versteinert mit weit aufgerissenen Augen auf den Hauselfen. Sie bemerkte nicht einmal, wie sich eine ihrer Freundinnen hinter ihrem Rücken mit einer Tasse in der Hand an ihr vorbeischlängelte, um sich etwas Kaffee nachzuschenken. Auch diese blieb wie angewurzelt stehen, als sie die merkwürdige, kleine, grauhäutige Kreatur mit spitzen Ohren und kleiner Knubbelnase erblickte, die sie mit einem breiten Grinsen anschaute und sich zur Begrüßung verbeugte. »Seien Sie gegrüßt, die Damen«, sagte Wobble, nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte. In diesem Moment schlug sich Annes Freundin eine Hand vor den Mund, um einen Schrei zu vermeiden. Anne löste sich aus ihrer Starre und schloss aufgeregt die Tür hinter sich und ihrer Freundin, bevor sie an Harry gewandt leise, aber dennoch gefährlich zischelnd sagte: »Was zum Teufel soll das? Ich hab dir doch gesagt, ich habe Besuch.« Danach wandte sie sich an ihre Freundin und fragte: »Bethany, kannst du mir versprechen, nicht zu schreien?« Ihre Freundin Bethany schüttelte den Kopf,
sodass Anne sich genötigt fühlte, zu empfehlen. Dann lass die Hand dort, wo sie jetzt ist, auf deinem Mund. Ihre Freundin nickte und behielt ihre Hand auf dem Mund. Es tut mir leid, Anne, wirklich. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Ich habe nur... Doch Harry wurde unterbrochen, als Anne schimpfte. Harry, du wirst dafür sorgen, dass hier keiner von diesen Vergissmich-Idioten auftauchen wird. Hast du verstanden? Harry wusste sofort, weswegen Anne sich so aufregte. Die Vergissmich waren Angestellte des Ministeriums aus der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, die sich um jeden Muggel kümmerten, der magieverdächtige Dinge gesehen hatte. Er erinnerte sich daran, wie Ron und er damals mit dem fliegenden Ford Anglia von Arthur zur Schule geflogen waren, weil sie den Hogwarts-Express verpasst hatten, was im Übrigen Dobbys Verschulden war. Das Problem war nur, dass einige Muggel sie dabei gesehen hatten. Die Erinnerungen von insgesamt 8 Menschen sind damals von den Vergissmich optimiert worden. Die Erinnerungen an ein fliegendes Auto hatte man kurzerhand gelöscht. Ein zweiter Blick in die Vergangenheit führte ihm vor Augen, dass auch seine Tante Magda, die er damals noch vor Beginn des 3. Schuljahres per Zauber aufgebläht hatte, so dass sie in die Luft ging, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie schwebte hinauf gen Himmel nach diesem Vorfall einer Gedächtnisoptimierung durch die Vergissmich unterzogen worden war und sie sich nicht mehr daran erinnern konnte. Schlimmer war es bei Mr. Roberts, dem Verwalter eines Campingplatzes, der sich in einem sehr einsamen britischen Sumpf- und Waldgebiet befand und während der Quidditch-Weltmeisterschaft plötzlich einen unverhofften Ansturm von Campern zu verzeichnen hatte. Zauberer und Hexen, die sich teilweise nichts dabei dachten, in seiner Gegenwart zu zaubern, sodass man bei ihm mehrmals die Erinnerungen an seltsame Erlebnisse gelöscht hatte. Alles zum Wohle der Zauberergesellschaft und zur Geheimhaltung der magischen Welt. Von Sirius hatte Anne erfahren, dass das Löschen von Erinnerungen möglich war, und sie wollte ihrer Freundin diese Behandlung ersparen. Allein der Gedanke daran, seiner Erinnerung beraubt zu werden und sich als Muggel nicht einmal dagegen zur Wehr zu setzen zu können, war für Anne eine grauenvolle Vorstellung. Das war bisher eine der schlimmsten Dinge, die sie von ihrem Freund über die Zaubererwelt erfahren hatte. Anne wollte auf gar keinen Fall, dass dies mit ihrer besten Freundin geschehen würde. »Ich werde versuchen«, sagte Harry, und dieses Mal unterbrach Anne ihn erneut, aber mit so leiser, bedrohlicher Stimme, wie er sie sonst nur von Severus kannte, indem sie sagte: »Nein, du sorgst dafür, dass die sie in Ruhe lassen.« Zitternd entfernte Bethany ihre Hand vom Mund und sagte mit bebender Stimme ihre ersten Worte: »Die werden nicht kommen.« Ungläubig blickten Harry und Anne auf die unscheinbar wirkende Bethany, die sich ihre braunen Haare mit beiden Händen gleichzeitig hinter ein Ohr klemmte. In ihren Augen sammelten sich Tränen, aber sie schien sich beruhigt zu haben, obwohl sie noch ein wenig aufgeregt atmete. Wobble meldete sich zu Wort und sagte mit hängenden Ohren und trauriger, hoher Stimme: »Ich habe nicht gewollt, dass Sie Ärger bekommen, Mr. Potter. Ich werde mich natürlich dafür bestrafen.« »Nein«, unterbrach dieses Mal Harry, »es ist nicht deine Schuld, Wobble.« Für einen Moment stutzte er, nachdem der komisch klingende Name des Hauselfen ihm das erste Mal über die Lippen gekommen war. »Sei nur still, ja? Du wirst nicht bestraft werden«, versicherte Harry seinem Elfen mit freundlicher Stimme. Nach einem Moment hatte sich Bethany gefasst, bevor sie leise fragte: »Das ist einer von diesen Hauselfen, richtig?« Aufgrund der fragenden Blicke, die ihr zugeworfen wurden, erklärte sie eher an Anne gerichtet:
Ich hatte dir damals doch erzählt, dass mein Bruder in Frankreich ein Internat für Jungen besuchte. Naja, das war ein Internat für Zauberer. Annes Augen weiteten sich vor Staunen, doch sie behielt die Fassung und fragte vorwurfsvoll. Frank war ein Zauberer und du hast mir nie davon erzählt? Nörgelnd warf sie noch hinterher. Wir sind seit dem Sandkasten die besten Freundinnen, Beth. Ihre Freundin rechtfertigte sich reumütig, indem sie mit Tränen in den Augen erklärte. Aber du hast es doch gewusst, zumindestens einen Tag. Sie zwang sich ein gequältes Lächeln ab, bevor sie fortfuhr. Wir waren im Zoo. Beth konnte einen Schluchzer nicht unterdrücken und ihr lief eine Träne über die Wange, als sie tief bewegt schilderte. Frank hat dir damals ganz stolz erzählt, dass er ein Zauberer ist und dass er zu seinem 11. Geburtstag einen Brief aus Frankreich erhalten hat und er im September dort zur Schule gehen würde. Zur Schule für Hexerei und Zauberei. Du hast ihm natürlich nicht geglaubt. Und da hat er es dir einfach gezeigt. Völlig verdattert schüttelte Anne den Kopf, bevor sie stockend sagte. Ich weiß davon nichts. Ich kann mich nicht an so etwas erinnern. Er hat mir nie... Doch dann machte plötzlich alles Sinn und sie schluckte mehrmals, um nicht auch noch mit dem Weinen anzufangen. Mit vor Tränen ganz glasigen Augen und mit zitternder Stimme, ab und an schluchzend, sagte Beth leise und einige Oktaven höher. Die Vergissmich sind gekommen und haben die Stunden aus deinem Gedächtnis gelöscht. Ich konnte nichts dagegen machen. Ich wollte, aber sie haben mich magisch gefesselt und mir meine Stimme weggezaubert. Frank hat geweint und geschrien, dass sie dich in Ruhe lassen sollen. Aber dann, es ging so schnell. Anne! Bethany hatte auf Annes Wunsch hin die anderen beiden Freundinnen nach Hause geschickt, sodass Harry, Anne und Beth sich im Wohnzimmer ein wenig darüber unterhalten konnten, was gerade ans Tageslicht gekommen war. Beth machte die ganze Sache mehr zu schaffen als Anne. Was man damit erklären konnte, dass Anne ja keine Erinnerung mehr an diesen schrecklichen Tag hatte. Beth, jetzt ist aber mal gut. Hör auf zu weinen. Sagte Anne mitfühlend und zum Trost streichelte sie ihrer Freundin den Rücken. Mit wenigen Sätzen hatte Beth erzählt, dass sie von ihrem Bruder natürlich viele Briefe per Eule aus seinem Internat erhalten hatte und er ihr neben vielen anderen Dingen auch ausführlich darüber berichtet hatte, wie Hauselfen das Essen zubereiteten, aufräumten und die Wäsche machten. Er hatte die kleinen Wesen so bildhaft beschrieben, dass Beth beim Anblick von Wobble sofort das Wort Hauself durch den Kopf geschossen war. Frank war also ein Zauberer. Beth, du verheimlichst mir aber nicht noch etwas, oder? Fragte Anne vorsichtig. Doch Beth schüttelte nur den Kopf. Sie war ein normaler Muggel, nicht mal ein Squib. Ich kann nicht glauben, dass man mir als Kind einfach die Erinnerung genommen hat. Wie alt war ich da? Anne rechnete im Kopf nach, bevor sie aufgebracht zeterte. Gott, ich war erst 8 Jahre alt. Gibt es denn keine Gesetze gegen sowas? Ich war noch ein Kind, verdammt und zugenäht. Harry hatte sich nie Gedanken darüber gemacht, wie es den Menschen ergehen würde, denen man das Gedächtnis optimiert hatte. Nur aufgrund Lockharts Schicksal wusste er, was geschehen konnte, wenn so ein Vergissmich oder Obliviat-Zauber schiefging. Aber dass die Vergissmich nicht einmal vor Kindern Halt machten, das war ihm ein Dorn im Auge. Wenn ein Kind mit 8 Jahren herumerzählen würde, dass sein Freund gezaubert hätte, dann würde man es auf die Fantasie des Kindes schieben, oder? Einen Vergissmich-Zauber bei einem Kind anzuwenden, war selbst in Harrys Augen ethisch nicht vertretbar. Nach einem Moment der Stille brach es aus Anne heraus. Beth, ich muss dir was sagen. Sirius ist ein Zauberer.
Beth nickte und entgegnete lediglich: Das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Bevor Anne fragen konnte, warum das so wäre, erklärte Beth nicht sehr ernst: Ein Kerl, der nicht mit einer Fernbedienung umgehen kann, ist entweder ein völliger Idiot oder ein Zauberer. Und da er kein Idiot ist? Harry lachte einmal auf, während Beth neckisch grinste, sodass Anne endlich auch wieder lächeln konnte. Die drei unterhielten sich eine Weile über die Unmöglichkeit, einem Kind Erinnerungen zu stehlen. Ich werde mich darüber beschweren. Ich werde mich beim Zauberministerium beschweren, dass man mir als Achtjähriger eine Erinnerung gestohlen hat. Jawohl, das mache ich. Die werden mich kennenlernen, sagte Anne, die sich diese fixe Idee in den Kopf gesetzt hatte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.